Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir schauen uns jetzt natürlich zur Halloween-Zeit das nächste Halloween-Spiel an. Wir haben letztes Jahr den ersten Teil hier uns zusammen angeschaut. Jetzt kommt der zweite Teil. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Wie immer viel Spaß beim Anschauen. Der erste Teil war jetzt nicht so der Reißer. Vielleicht wird der zweite ja besser. What he said, Dr. Samuel Loomis. Der hat immer die weisesten Worte am Start, müsst ihr wissen. Na genau, das war das Ende vom ersten Teil. Dann durften wir Michael Myers abknallen. Da liegt ja der Lauch. Hatte gar nichts zu melden, der Typ, ey. Echt, ey. Haddonfield, 30 Jahre später. Ja, nur hat das geruckelt. Scheiß drauf, du bist im Trockenen. Hallo? Hallo. Hey, Babe. Sag er denn da? Maria, no olvides comprar las calabazas que le prometiste a Sara. Las compro en el camino. Hoy se cumplen 30 años de los asesinatos de Haddonfield y la niñera héroe. Hey, traeme un autógrafo de Michael. ¿Es un autógrafo de Michael? Seguro. Ok. Me voy a terminar el turno. Ja, das Spiel hat auf jeden Fall krasse technische Probleme. Also ich musste die Grafik auch komplett runterschrauben, weil ich das ansonsten gar nicht hätte aufnehmen können. So. Wir sollen das Essen ausliefern. So. Ist auf jeden Fall gar nicht so leicht, hier die richtigen Einstellungen zu finden, aber so... Es macht auch eigentlich null Unterschied, ob ich die Grafik auf Ultra stelle oder hier wie jetzt auf Low. Das sieht man bei dem Game fast gar nicht. Aber es performt halt so übertrieben schlecht. Halt nicht sauber programmiert oder so. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Also, das Endresultat lässt sich schon sehen. Ach ja. Ja, Spoiler-Alarm. Ich kenne das Spiel tatsächlich schon. Weil ich so ein Profi-YouTuber bin, habe ich das nämlich schon mal aufgenommen. Und... dummerweise aber einen Fehler im Greenscreen gehabt, der mir später beim Schneiden aufgefallen ist und das wollte ich euch nicht zumuten. Deswegen habe ich mir gesagt, ich nehme es einfach nochmal auf. Ihr sollt hier die gute Qualität erleben. Das heißt, ich bin natürlich aber auch null überrascht, was hier passiert. Ich weiß es ja ganz genau. Aber alleine diesen Wagen habe ich irgendwie locker eine halbe Stunde letztes Mal gesucht. Bis ich gestellt habe, dass er da direkt am Tisch steht. So. Moin Johnny. Ist dein Thanks, Essen. Man. Crazy weather, huh? Justamente. Warum spricht er Englisch? Er hat doch gerade Englisch gesprochen, oder? Es ist mir gestern zum Beispiel wiederum nicht aufgefallen. Nein, es gibt nichts zu essen. Ja, dass du so alles siehst, ey. Das hat schon seinen Grund, warum du in so einer Zelle hockst und ich hier rumspaziere. Alleine für den dummen Spruch gibt es einen Tag länger nichts zu fratzen hier. Auf hier! Lena! Ey, wer baut denn so einen Scheiß? Ah, ich muss mehr Anlauf nehmen, Leute. Yeah! Siehste? Mit genügend Anlauf geht alles.
will kein Essen nehmen, ich will den Wagen nehmen. Ey, ich habe das Spiel gestern erst gespielt. Ich gewöhne mich nicht dran, dass ich diese scheiß Fahrstuhltür selber aufmachen muss. Ja, das habe ich auch gestern schon gedacht. Ja. Moin. Oder Lieferung. Aber eine Wache ist da doch noch. Die habe ich gestern. Ey! Die habe ich gestern nämlich irgendwie nicht gefunden. Tastes like shit. Ja. Du kriegst jetzt eine Woche lang nichts zu essen. Nee, warte mal. Da war doch irgendwo noch so eine. Wäre nicht irgendwo noch so ein Büro oder sowas? Nee. Okay, das war woanders. Jetzt lass doch mal diese scheiß Tür offen, du. Gib mir deine scheiß Schrotflinte, Mann. Ich mach deinen Job hier. Du kannst das nicht, ey. Weil er ist nämlich nicht die Wache, die was zu essen kriegt. Egal. Es gibt ja auch keine Achievements hier oder sowas. Aber ich muss eh den Wagen mitnehmen. Ich dachte. Ich hab das gestern erst gespielt. Ich dachte, hier kommt das Essen hin. Das ist ein Gang weiter. Ah! Scheiß Türmechanik, Alter. So, jetzt fahr ich die über den Haufen hier. Bam! Ich hab keinen Bock mehr. Hier, komm, hast du was zu fratzen? Und du hier. Du natürlich auch. So gehört sich das. Schönartig das Essen annehmen. Keine dummen Sprüche, bitte. Sie verlängern sonst ihren Haftaufenthalt pro Dummspruch um mindestens einen Monat. Hast du schon was gekriegt? Nee. Ja, seht ihr? Mit disziplinarischen Maßnahmen ist das hier alles ganz schnell geregelt. Und wer auch immer Luke ist, der geht ohne Essen aus. Help me! Beiß ihn! Ja, los, beiß ihn! Hey, get your fucking hands off him! Ich würde so in die Hände beißen, ne? Der wird mich auf jeden Fall loslassen. Und nochmal die Tür in die Fresse, Alter. Knack! Du warst unvorsichtig und du hast nicht zugebissen. Wenn du so eine Pussy bist, sind die Leute jetzt hier alle tot. Está descargada. Fuck! Debería salir de aquí. Die hätte ich jetzt natürlich gerne gehabt, ey. Aber hier rennt irgendwo so Michael Myers rum. Was ist los hier? Schmeckt nicht oder was? Dann das gibt's aber nicht. So, dann komme aus dem Krankenhaus. Komme die Zugangskarte von der Wache im ersten Stock. Main Lobby gehen und gucken, ob an der Rezeption alles in Ordnung ist. Ja, kriegen wir schon alles irgendwie hin hier. Ah, Michael ist zum Glück gerade eben schlau genug, um Knöpfe zu drücken.
es gibt Sachen, die lerne ich einfach nie. Ich bin's gewohnt, ich gehe in einen scheiß Fahrstuhl rein und die Türen schließen automatisch. Wie in der Bahn. Bäh. Der Michael! Ja, wir kommen nicht drum rum, uns hier einmal mit ihm zu fetzen. Das ist really bad. Nein! Scheiße! Das ist nicht so gut gelaufen. Das Dumme ist, es ist hier einfach so schmal, wo soll ich hingehen, ne? Und was mich richtig nervt, ist, dass er jedes Mal die Taschenlampe wegpackt, wenn Michael ihn hier ein bisschen nervt. Er hat die Verfolgung abgebrochen. Sehr gut, weil er scheiße langsam ist, habe ich jetzt nämlich die Chance, mich zu verlaufen und aber auch diese Tür zu öffnen. Nee. Ja, Herr Meyer, Sie haben keine Zugangskarte. Es wird eben halt von Mal zu Mal schwerer, sich aus Michaels Griff zu befreien. Deswegen, wenn man sich zu oft catchen lässt. Was? Lose Michael before talking. Ja, blöd, ey. Ich hoffe, ich kann ihn nochmal auf der Treppe abhängen. Oder so. So, schnell durch hier. Der will mich verarschen, der scheiß Michael. Das Problem hatte ich gestern nicht. Das ging ziemlich easy. Ich kann da jetzt auch gar nichts gegen machen. Ich warte mal, bis er hier ist. Dass er auch sieht, dass ich hochfahre. Ich hoffe nämlich, dass er jetzt hierher kommt. Nö. Sieht er gar nicht ein. Michael! Komm her, Zuckerschnute! So, jetzt warten, bis er direkt vorm Fahrstuhl ist. Hey! Hallo! Michael! Ah! Behalte doch mal deine scheiß Taschenlampe in der Hand! So, ich hoffe, jetzt habe ich mir genügend Zeit verschafft.
So, alles klar, die Action-Mucke ist weg, wir haben Michael erstmal abgehängt. Michelle, are you okay? So, jetzt können wir mit dir reden. Danny, this freak destroyed everything. We cannot call the police. Na scheiß drauf, dann gehen wir einfach. Line from the terrace. Stay hidden. Den Main Elevator. Der hier. Michael ist ja immer noch am Spazieren. T für Terrace. Der steht immer noch wie blöd vorm Fahrstuhl. Ja, ich hatte auch erst überlegt, ob ich dieses Jahr wieder irgendwie was mit Maske hier mache oder so. Aber das kam letztes Jahr so schlecht bei euch an. Ich habe mir gedacht, es gibt einfach normale Let's Plays. Mit dem Thema Halloween. Das ist das erste von zwei Spielen, was ich für dieses Jahr rausgesucht habe. Das geht mal. Das ist ein Reposto del Sotan. Las aves del Sotan no deben estar en las oficinas del primer piso. Okay, zu Dr. Loomis Office und den Kellerschlüssel holen. Get a replacement from the basement, okay. Ja, zu lange sollte man auch nicht warten. Der hat nämlich außergewöhnlich lange Arme, der Typ. So, die Fahrstuhltüren bleiben auch nicht ewig auf. Viel schneller hätte der Typ auch nicht sein dürfen, ey. Also dafür sind die Flächen hier einfach zu klein. Vor allem da oben auf dem Dach verliert er ihn auch nie aus den Augen. Man kann ihn gar nicht loswerden. Dr. Loomis Key, wo war das nochmal? Ich glaube, das war hier. Dr. Loomis. Hier ist der Kellerschlüssel. Ah! Das geht hier nämlich auch. Voll verarscht! Ich hab dich voll verarscht! Das Ding ist, was ich natürlich in eine Baseballkeule. Kann ich nicht mitnehmen. Das Ding ist, was ich jetzt natürlich schon weiß und ihr nicht, er hätte auch den letzten Spind aufgemacht. Ich hatte das gestern. Ich hatte keine Chance. Er hat alle Spinde aufgerissen. Immer schön der Reihe nach. Nein! Ihr seht, wie schnell sich seine Leiste jetzt schon füllt. Ich bin leider am Stuhl hängen geblieben. Alter, diese Verfolgungsmucke ist viel zu laut. Schnell, schnell, schnell. Je schneller man ist, desto weniger immer mit dem Typen Probleme. Aber es gibt hier Checkpoints. Und wenn man stirbt, dann startet man auch an einem relativ gut gelegenen Checkpoint und hat wieder genügend Versuche, um Michael zu entkommen. Also, es ist keine Challenge, dieses Spiel zu bewältigen. Abgesehen davon, dass es auch echt nicht schwer ist. Thank you.
Das einzig Gute an Halloween dürfen sie natürlich hier gar nicht verwenden, und das ist das Michael Myers Thema. Oh, Michelle, ich hab's hier. Michelle, komm gehen. Did you call the police? Yes. Yes. Okay, I'm going to restore the power from the basement to get out. Take this key to get out. Ja, ich brauch den Schlüssel. Da. Bis später. Sie findet er natürlich nicht da, die da echt sehr offensichtlich unter diesem Tisch hockt. Alguien ha quitado la pieza eléctrica para que se cierren las puertas del hospital. Ach ja. Ich muss zum Backyard. Durch den Storage Room. Würde ich vergessen. Hier ist das, müsste der Storage Room sein. Hier der Backyard. Ist ja zum Glück alles nicht so groß hier. Sind wir schon wieder über 20 Minuten dabei. Er hat seine Maske gefunden. Sowieso. Eigentlich macht der zweite Teil hier überhaupt gar keinen Sinn. Fällt mir hierbei mal auf. Und zwar, was ich jetzt hier für ein Problem habe mit der Kontinuität, ist auf jeden Fall, dass wir einen erwachsenen Michael Myers erschossen haben. Und das hier ist aber definitiv der Michael Myers aus den Rob Zombie-Filmen. Und der kam als Kind in diese Anstalt und ist jetzt als erwachsener Mann rausgekommen. Das kann so nicht passiert sein. Rob Zombie hat nämlich praktisch ja ein zweites Michael Myers-Universum aufgemacht. Die Sachen ein wenig anders sind. Meiner Meinung nach besser. Wobei ich auch verstehen kann, dass manche Leute sagen, hey, es ist leider doch so, dass da einiges an Mysterium flöten geht, dadurch, dass Michael Myers jetzt ein Mensch ist, ein Kind erstmal mit psychischen Problemen und nicht mehr das undefinierbare Böse, was er sonst in den anderen alten Filmen war. Da war er, niemand wusste, wer ist Michael Myers. So, der taucht einfach auf und tötet Leute. Und das jedes Jahr wieder, egal was du mit dem anstellst. Aber ich fand ihn trotzdem langweilig. Und deswegen war ich ganz happy, dass sie den ein bisschen abgeändert haben. Mir hat seine ganze Vorgeschichte sehr gut gefallen. Das war gut geschauspielert. Michael war einfach ein Tier. Also Wrestler oder sowas, ey. Michelle! Er steckt so viel Leidenschaft in sein Voice-Acting. Ich meine, wenn man so ein Spiel macht, okay. Niemand kann von einem erwarten, dass man jetzt der übelste Voice-Actor ist und hier so einen Profi-Job ablegt. Aber ich meine, man kann auch trotzdem mal so Michelle machen oder sowas, ey. Und nicht so ein Michelle. Ey, da ist seine Freundin gerade getötet worden von Michael Myers. Da muss man mal ein bisschen Emotion reinlegen. Das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann von so einem Spieleentwickler. Hey, Michael! Ey, Dude, Alter, bam! Ich denke, wir sind uns einig, dass die Scheiße gerade extremst kolossal schief läuft. Scheiße. Falsches Timing gehabt. Gestern habe ich ihn widerstandslos einfach zusammengekloppt, deswegen bin ich jetzt einfach auf ihn zugestürmt. Es war aber auch recht, das war eine knappe Schlacht, also ich hätte auch nur noch ein oder zwei Schläge gebraucht. Mach das Ding kaputt. Ich mache hier so eine Falle. Nein. Hey, Michael. Hey, Michael. Bin der Typ mit dem schlechtesten Voice Acting. Die dir.
Immer nur einen Schritt nach hinten gehen, zuschlagen. Schritt nach hinten gehen, zuschlagen. Michelle! Ich bring hier das Voice Acting rein, dass der Typ nicht hinkriegt. Michelle, oh mein Gott. Michael hat dich getötet. Ich hab dich über alles auf der Welt. Scheiße, jetzt bin ich auch tot. Das tut so weh. Nein, versau nicht die Szenen hier mit deinem Albernheit. Halloween 2, Asylum. Ja, ach. Ja, keine Ahnung. Es war. War nicht mal von einem alleine, die waren ja zu zweit. Oha, jetzt wird mein Urteil noch heftiger. Da haben ja richtig Leute hier. Guck mal, da gibt's ja richtig so eine Liste. Wer so was gemacht hat, ich meine, das waren nicht viele. Aber guck mal, Devil Open at Eye Animations, Voice Actors, da gab's mehrere, die konnten alle. Das hat alles einer gesprochen. Ja, weiß ich nicht. Nee, dafür, dass da so viele Leute mit dran gearbeitet haben, war das echt nichts. Nee. Wäre das jetzt so ein Dude gewesen, der das alleine in einer Woche auf seiner Couch gemacht hätte, hätte man sagen können, okay, das hat irgendwie eine gewisse Art von Respekt verdient, aber so. Sorry, das war einfach nix. Da hatte Gameplay technisch nicht viel zu bieten. Die Geschichte, also die Lore, hat überhaupt nicht ins Halloween-Universum gepasst irgendwie, weil es von den Zeiten her gar nicht zu erklären ist, was hier passiert ist. Vor allem Teil 1. Teil 1 war da noch besser, weil das war einfach Michael Myers gegen Babysitter. Das kennt man so. So ist es immer gewesen. Hier fragt man sich jetzt ja, wie passt denn das dazu? Also zumindest als jemand. Ich finde die Halloween-Reihe nicht gut, aber ich habe alle Filme gesehen und kann deswegen da auch mitreden. Das ist mir immer wichtig. Es passt einfach nicht rein, ne? Aber ansonsten habe ich schon Schlechteres gespielt. Kann man mal machen. Das Wichtigste ist, wie habt ihr es gefunden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns auf jeden Fall jetzt auch ziemlich zügig wieder zu meinem zweiten Halloween-Video. Das wird etwas länger, etwas ausgiebiger. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf. Und dass wir uns dann auch dazu wiedersehen. Falls ihr meine ersten Halloween-Season verpasst habt letztes Jahr, verlinke ich euch hier. Da. Verlinke ich euch hier auf jeden Fall nochmal die Videos dazu, ne? Ist klar.